So, Tachchen, da ja ein bisschen rumgeweint wird, dass kein Kabel wiederkommt, mache ich mal ein etwas anderes. Ein kleines Vergleich, eher gesagt ein Test ist es. Und zwar, durch das Event habe ich ja diese sogenannten Potions hier bekommen. Die hat eigentlich jeder von euch bekommen. Leider nur 7 Stück, ich habe jetzt nur noch 2 Stück, weil die auf dem TG richtig gut waren. So, ich wollte mit euch mal ein bisschen testen, weil ich habe selber noch nicht so ganz begriffen, wie viel Auswirkung das eigentlich macht. Und da dachte ich mir, gehe ich mal kurz nach PI und zeig und mach das einfach mal, um ihn zu testen. Ich weiß gar nicht, machen die Mobs mir überhaupt noch Schaden? Komm mal her. Hau mich noch. Miss. Block. 134. Ist das jetzt dein Standard-Damage? Lassen wir das erstmal so. Und zwar möchte ich einfach mal wissen, wie viel Auswirkung diese Potions genau haben. Okay, also dieser Mob trifft mich eigentlich so gut wie gar nicht. Das wird... Oh, 129, 120, 149. Also zwischen 150 und 120 macht der am Schaden, würde ich jetzt mal sagen. Dann denke ich mir mal, testen wir mal die Damage-Reduzierung. Dort unten steht auch Damage-Reduzierung is increased. So, versuchen wir das einfach mal. Ich habe die Potion jetzt mal an. 1. Krass. Block. Block. War das jetzt nur ein kleiner Bug? Tatsächlich, nur ein! Zieh ich mal komplett meine Suit hier aus. 18. Und die Suit hat eine 437 Death. Also ziehe ich nochmal die Boots aus. ...85, jetzt fängt er an Schaden zu machen. Also 200 sind ungefähr fast 800 Defense. Oder 900 sind das hier sogar. Also das ist ja gewaltig. Okay, ich kann die Potions jetzt nicht ausmachen, das ist jetzt unwichtig auch. Also schon mal gut zu wissen, Alter, dass die so viel Death geben. Das ist ja krass. So, die nächsten Potions wären dann Penetration. Die Penetration ist increased, steht auch nur unten. Und das sollte eigentlich meinen Schaden erhöhen. Das werde ich am besten mit... Welchen Skill werde ich das denn testen? Nicht im BM. BM, das wäre ein bisschen blöd. Da den Mob zu schnell down geht. Machen wir Impact Step. Nutzen wir Impact Step. Warte mal, kurz Auto-Attack aus. 2693. Ah, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Boah, ich habe doch hier sicherlich irgendwo einen Zettel. 2693. Das war jetzt Non-Crit. Mit Crit 8269. 8269. Gut. Machen wir das nochmal zum Vergleich nochmal. 8269 bleibt dasselbe. Crit immer bitte mal nicht. 2693 bleibt dasselbe. Jetzt versuchen wir mal die Potion, wie viel das eigentlich dazu gibt. Das soll ja eigentlich Attack dazu geben. 9891. 9891 habe ich gesagt, ne? Das heißt, das sind 1700 und ein paar zerquetschte an Damage mehr. Nur durch Impact Step. Und das sind nur 200 Penetration dazu. Natürlich habe ich jetzt extra keinen Buff angemacht, damit wir das genauer sehen. Weil meine Buffs wirken ja verschieden aus. Weil hier zum Beispiel der Fireblade würde mir jetzt auch nochmal Penetration plus 50 geben. Der Iceblick Damage Reduzierung und Lightning Blade Asuracy. Oder wie man das auch immer ausspricht. Keine Ahnung, ich weiß, da kommt gleich wieder ein Klugscheißer und schreibt dann irgendwas rein. Ist mir auch ehrlich gesagt Banane. Aber ich denke mal im Großen und Ganzen versteht ihr, was ich meine. Gut. Versuchen wir jetzt noch einmal Non-Crit. 3, 2, 3, 4, ne? Genau. 3, 2, 3, 4. Habe ich jetzt auch mal aufgeschrieben. Ja gut, das sind jetzt nur 600 Damage ungefähr mehr. Non-Crit. Aber im Crit merkt man das schon gewaltig. 1700 für 200 Penetration. Krass. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Rune geht, wenn man die später kriegt. Gut, dann die nächste und das ist Asuracy oder keine Ahnung, Asuracy, keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Und zwar gibt die 500 dazu und unten im Text steht Critical is increased. So, jetzt ist meine Frage, erhöht das mein Crit Damage? So, ich, na, wenn ich jetzt denke, ist nur Damage Reduzierung aus, das ist nicht so schlimm. So, jetzt wollen wir mal testen. Stift habe ich da.
9891. Also der Critical bleibt gleich. Okay, jetzt ist er tot. Scheiße. Muss mal so kurz warten, bis der gleiche Mob wieder spawnt. Ich weiß nicht, ob die anderen Mobs die andere Defense haben. Er soll ja, das heißt ja eigentlich Genauigkeit. Jetzt ist meine Frage, was für eine Genauigkeit? In der Combo misst du ja eigentlich nicht. Tust du eigentlich nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwo durch was ich da durchhaue. Durch die Damage-Reduzierung, ob ich da durchhaue. Also ja, aber nicht. Da hinten ist er. Da jetzt her. Komm mal her. So, jetzt einmal Non-Crit. Verändert sich da was? Immer noch dasselbe. Immer noch. Immer noch. Alter! Ich hab schon keine Buffs an. 3, 2, 3, 4. Ja, das bleibt dasselbe. Also keine Ahnung, was genau dies auswirkt. Also vom Damage her erhöht sich da nix. In der Combo misst du eigentlich nicht. Okay, das da in der Combo war der Damage höher. Da war 3, 5, 5, 7. Ist das jetzt die Auswirkung von der Potion? Ah, der Mob stirbt ja jetzt eh. Ihr gebt mir auf den Sack. Gute Frage. Ich werde das gleich nochmal in der Combo versuchen. Nur den gleichen Mob wieder haben. Ja, vielleicht könnt ihr mir genauer erklären, also ja. Also irgendwas, Genauigkeit, das weiß ich, soll das bewirken. Aber was genau? Weil in der Combo müsst ihr ja eigentlich nicht. Da ist es eigentlich unnötig. So. Ja, ist derselbe Mob. Also selbe Damage. Also im Combo erhöht sich der Damage auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Potion liegt. Ich würde mal gucken, dass ich gleich die Potion irgendwie ausmache. Crit bleibt aber gleich. Also Crit Damage ist gleich. 9891. Ja, so habe ich mir das auch aufgeschrieben. Mal Non-Crit. ich schreibe mir das jetzt nochmal auf. 3557, das ist jetzt in der Combo. Jetzt mache ich mal die Potion weg. Nur Frage ist nur wie. Habe ich noch so eine Low Potion und hier. Na, jetzt habe ich Damage dazu, das ist auch blöd. Wisst ihr was? Killt mich mal kurz. Dann sind die Sachen aus. Komm schon. Ah, geht doch. Versuch das jetzt gleich nochmal in der Combo. Ob sich da der Damage jetzt... Komischerweise ist nur Non-Crit höher. Der Crit war ja gleich. So. Und da. Aha, jetzt ist es weniger. 2, 9, noch was. Okay, das heißt dann, die Genauigkeit wirkt auf der Combo aus. Ja, auf jeden Fall. Gut zu wissen. Jetzt ist aber, warum wirkt sich das denn nicht auf den Crit Damage aus? Doch, 8, 2, 6, 9. Moment, jetzt mache ich die Potion nochmal an. Ach, das war der falsche Skill. Scheiße. Das war jetzt... War das jetzt mit der Pause? Ich glaube schon. Ach, scheiße. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, wirkt sich die Genauigkeit in der Combo aus. Wenn ihr das nämlich anhabt, dann habt ihr mehr Schaden in der Combo. Das wollte ich schon immer mal wissen.
wie das nämlich sich genau auswirkt. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Also die Genauigkeit ist für die Combo. Ja, gelber Buff Combo, blau Defense und das Damage. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, ob der Crit auch erhöht wird. Naja, 8269. Bleibt so. Dann weiß ich nicht, was es für eine Auswirkung hat. Ne, okay, doch nicht. Gut, Genauigkeit ist für mich noch ein Rätsel, was es genau auswirkt. Also in der Combo misst ihr ja nicht. Ich vermute mal, wenn ihr Non-Combo spielt, dass ihr den Gegner, wenn der genug... ich weiß jetzt nicht genau, was Block nochmal aus war. Ob es Attack Rate war, Defense Rate oder Penetration war. Damage Reduzierung. Ne, Damage Reduzierung ist ja Defense. Es muss dann Defense Rate sein, was Block auslöst. Dass man besser durch den Block von dem Gegner durchkommt, vermute ich jetzt einfach mal. Weil Damage erhöht dies jetzt auf jeden Fall nicht. Das haben wir jetzt hier einmal getestet am Mob. Okay, also falls das wirklich nur für PvP sein sollte, wäre mir neu. Gut, das wollte ich euch einmal nur demonstrieren. Ich wollte selber mal wissen, wie es ist. Ihr wisst es jetzt. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Also, ciao.